Geschätzte Damen und Herren, ich darf Sie heute alle anlässlich der Begründung der Partnerschaft zwischen der Vereinigung österreichischer Peacekeeper, kurz VÖB, und der Auslandseinsatzbasis Demotint in der Wallensteine-Kaserne auf das Herzlichste willkommen heißen. Wir, die Vereinigung österreichischer Peacekeeper, sind indes bestrebt, unseren aus internationalen Einsätzen zurückgekehrten Soldatinnen und Soldaten eine Basis, eine Homebase zu bieten, um Erfahrungen auszutauschen und dies auch im internationalen Kontext. Und in diesem Sinne kann mit der heute zu begründenden Partnerschaft zwischen der Vereinigung österreichischer Peacekeeper und der Auslandseinsatzbasis tatsächlich zusammengefügt werden, was zusammengehört. Das ist ein hoher Wert, den gerade die Auslandseinsatzbasis vermittelt. Und neben der Zusammenarbeit in den Kernaufgaben im Rahmen der Partnerschaft mit der Vereinigung der österreichischen Peacekeeper kommt auch zum Tragen, dass die Tradition und die Verdienste, die sich die Mitglieder der Vereinigung österreichischer Peacekeeper erworben haben, so wird auch eure Tradition und eure Leistung in der Gegenwart und in der Zukunft bewusst gehalten, in der Öffentlichkeit und im Bundesheer und natürlich auch entsprechend an unsere jungen Kameraden weitergegeben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, manchmal muss man in Abläufe ein bisschen eingreifen, ohne dass es alle der Anwesenden wissen. Ich darf Herrn Oberst Amon zu mir bitten. Bitte, Klaus. Anlässlich der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Herrn Oberst Klaus Amon durch den Herrn Bundespräsidenten darf ich zunächst die Würdigung zur Kenntnis bringen.